Wie läuft eine Ehe ab? Eine Ehe läuft in 2 Minuten ab. Heutzutage dauert die Eheschließung 50 Minuten, eine Stunde, weil die Leute etwas Neues hinzugefügt haben. Aber wisst ihr, wie die Ehe in der Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam war? Er hat Khutbatul Haja gelesen. Inna alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu bis zum Ende. Dann kam der Wali. Er sagte, möchtest du oder ich verheirate dich mit meiner Tochter? Und der Mann sagte, ich akzeptiere das was. Das ist die ganze Ehe. Keine Fatiha, keine Umfatiha, kein Abu Fatiha, nein. Diese Sachen sind später eingeführt worden. Sag mal, Abu al-Bara, die Fatiha wird mindestens schon über 1000 Jahre von den Leuten gelesen. Macht die Zeit einen Beweis aus? Und wenn es 2000 Jahre ist, das ist kein Beweis. Ja? Auch seit der Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam werden Götzen angebetet. Ist das jetzt erlaubt in unserer Religion? Das ist kein Beweis. Nur weil Leute eine Sache eine lange Zeit machen. Sondern der Beweis ist der Beweis von Koran und von Sunnah. Tayyib. Das ist die gesamte Ehe. Hat jemand was nicht verstanden? Ist klar? Abu al-Bara versucht immer leicht zu erklären. Immer Hauptschulniveau. Alhamdulillah.